eine 5. Na, würfelst du nochmal oder nicht? Ich riskiere es noch einmal. Florian, willst du weiter würfeln oder nicht? Einmal riskiere ich noch. Ja, und ich lasse es jetzt über. Florian, willst du nochmal? Du spielst also auf Nummer sicher. Achtung, es geht weiter. Stefan, los, zeig's uns. Machst du weiter, süß. Stefan? Moment, Moment. Stefan macht sicher weiter. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht. Okay, er spielt doch nochmal eine Runde. Eine 3. Und dein Ergebnis wird gespeichert. Damit hätte ich nicht gerechnet. Florian, zeig mal, was du drauf hast. So, wollen wir mal würfeln natürlich. Gedrückt halten und loslassen. Mist, oh. Florian, das ist natürlich unangenehm. Das wollt gleich beim ersten Wurf. Egal, ihr müsst. Stefan, nun darfst du ran. Oh, wird 4. Stefan weiterwürfeln? Also Stefan, würfelst du nochmal? Ja, nein, Momentchen, Momentchen. Momentchen, Momentchen. Komm schon, Stefan, rat. Und? Weiter, Stefan? Ich überlege noch. Oh, Hauer, hat er ein Glück. Es geht weiter, sehr aufregend. Florian. Los geht's. Eine 2. So, deine Entscheidung. Eine 5. Wie entscheidest du dich? Ich riskiere es. Überlege gut, was du machen willst. Das Ergebnis. Ich beende sicher, sicher. So, pass gut auf. So bin ich jetzt wieder mit Stefan Raab auf gleicher Augenhöhe. Willst du weiter würfeln, Stefan? Ah, das ist jetzt eine harte Entscheidung. Oh. Machst du weiter, Stefan? Aua. Moment, Moment. Knall dir doch mal eine 6 da rein, Junge. Dein Ergebnis ist gespeichert. Seid ihr noch konzentriert und motiviert? Gut, dann weiter. Und ich würfel bestimmt wieder eine 6, ne? Es kann losgehen. Na toll, eine 1. Florian, weiter? Oh, eine 2. Nochmal? Eine 4. Oho. Florian, überleg dir gut, ob du weitermachen willst. Verlieren werde ich sowieso. Vorbei. Sag ich doch. Sag ich doch. Neue Runde, neues Glück. Oder so. Stefan, bitte los. Stefan macht sicher weiter. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht. Schwere Entscheidung, schwere Entscheidung. Und natürlich kriegt der Typ keine 6. Der Stefan ist gleich bei 50 Punkten angelangt. Das schaffe ich. Also, Stefan. Würfelst du nochmal?
Ja, nein. Jetzt hauen wir 6 da rein, Mann. Sonst hacke ich das Spiel. Und? Weiter, Stefan? Ich überlege noch. Jetzt klappt er eine verdammte 6 rein. Willst du weiter würfeln, Stefan? Ah, das ist jetzt eine harte Entscheidung. Der würfelt. Ey, komm, ey, nicht dein Ernst jetzt. Moment, Moment. Der will mich doch ganz ehrlich verarschen, oder? Diese Summe kann mir mal keiner mehr geben. Diesmal hat sich Stefans Risikobereitschaft bezahlt gemacht. Ja, zocken kann ich. Ey, du hast doch gescheatet, Stefan Raab, ey, ganz eindeutig. Dann wollen wir mal kurz Cheater. Trotzdem habe ich immer noch mehr Punkte. Und 65 gibt es noch zu holen. Spiel 11. Länderumrisse. Oh no. Das habe ich im dritten Teil als erstes gespielt. Oh, war ich schlecht. Bei Länderumrisse geht es um, ihr werdet es kaum glauben, die Umrisse von Ländern. Nee. Ihr spielt gleichzeitig. Eine Linie schlängelt sich über den Bildschirm. Buzzt, wenn ihr erraten habt, um welches Land es sich handelt. Ist die Antwort falsch, bekommt euer Gegenspieler einen Punkt. Der erste Spieler, der 5 Punkte hat, gewinnt. Welches Land könnte das sein? Wow, wow, wow. Ja, das ist eine Kartoffel oder so. Das ist ein Land? Das könnte eigentlich auch ein Schnitzel sein. Jamaika? Leider nein. Die richtige Antwort lautet... Sri Lanka. Ja, nee, ist klar. Um welches Land handelt es sich hier? Da muss ich nicht lange überlegen. Frankreich! Die schönen Franzosen! Das erste Mal, dass ich was wusste. Oh mei, oh mei. Wow, wow, was ist das für ein Schnitzel, ey? Nicht so einfach, oder? Stefan, das akzeptiere ich als richtig. Da war Stefan einen Tick schneller wie ich. Das wusste ich natürlich auch. Sagt mir den Namen dieses Landes. Dieses Land kennt doch jeder. Nein, ich's. Gut gemacht. Oha. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gewusst. Dann sag mir mal, wie dieses Land heißt. Na, was für ein Land... Komm ich nicht drauf. Sag mir gar... Gar nichts. Stefan, leider falsch. Die richtige Antwort wäre... Bosnien bestimmt, ne? Bosnien und Herzegowina. Wer kennt dieses Land? Wow, wow. Ich glaube, ich weiß es schon. Junge, so schnell bin ich doch noch Nein, nicht mal. Falsch. Das ist Brasilien, meine ich, oder? Hier ist die richtige Antwort. Oder Indien. Brasilien. Ja, sag ich doch, Brasilien. Oha, so schnell war ich ja noch nicht mal mit gucken, ey. Welches Land könnte das sein? Oha, ein bisschen größer. Schwierig. Junge! Jawohl, ja. Dass der so schnell drückt, ey, so schnell bin ich ja noch nicht mal. Um welches Land handelt es sich hier? Das hat
mir jetzt gar nichts. Das kann doch keine Probleme machen. Israel. Stefan, tut mir leid, das ist nicht richtig. Kongo oder Israel? So, hier die Auflösung. Israel. Florian, du hast somit Länderumrisse gewonnen. Was für eine Leistung. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Und somit führe ich wieder mit einem Punktevorstand von... So, was sagt die Anzeige? 12 Punkten.